Willkommen und willkommen zurück. Mein Name ist Marius Ebert. In diesem Video geht es um den Wirtschaftsfachwirt bzw. die Wirtschaftsfachwirtin IHK. Manche sagen dazu auch geprüfter Wirtschaftsfachwirt. Und es geht um die These, die ich in diesem Video aufstelle, die da lautet: Video-Coachings schlagen Seminare. Das ist die These, die ich in diesem Video belegen werde. Zunächst einmal, was meine ich mit diesen Worten? Mit Video-Coachings meine ich mein und ausschließlich mein Lernsystem. Ich meine nicht irgendwelche Video-Coachings, sondern ich meine die Video-Coachings, die zu meinem Lernsystem gehören, zusammen mit den Hörbüchern, den Skripten, den Repetitorien. Dieses Ganze, was zusammengefasst ein System bildet, das ist hier gemeint. Was meine ich mit dem Wort schlagen? Mit dem Wort schlagen meine ich, dass Videocoachings sehr viel effizienter sind. Effizienter. Sehr viel effizienter, sehr viel schneller und sehr viel zielführender im Sinne von Prüfungserfolg. Und das Wort Seminare brauche ich, glaube ich, nicht eigens zu erklären. Gemeint sind Präsenzseminare, die auf diese Prüfung vorbereiten, so wie viele das am Markt anbieten. Steigen wir ein ins Thema, denn jetzt möchte ich diese These belegen. Und zwar mache ich das durch eine Kontrastierung. Hier links für die linke Spalte halten wir fest Seminare und rechts halten wir fest Video-Coachings. Und jetzt schauen wir uns an, was sind die Eigenschaften in Bezug auf das Lernen und die Effizienz des Lernens. Das ist hier das Entscheidende. Ein Seminar ist einmalig und ein Video-Coaching ist wiederkehrend und zwar nach der Steuerung oder folgend der Steuerung des Lernenden, während bei einem Seminar das Ganze gesteuert wird durch einen Dozenten oder eine Dozentin. Das Gleiche gilt auch für den nächsten Punkt. Das Tempo ist fremdbestimmt. Genauso wie alles andere auch. Ja, im Wesentlichen durch den Dozenten bestimmt ist. Man kann dann mal eine Frage stellen, man kann dann auch mal eine zweite Frage stellen und ab der dritten Frage fühlt man sich vielleicht schon ein bisschen unwohl, weil man denkt, dass man die anderen jetzt stört und die gucken auch schon so komisch. Also das Ganze ist dozentenbestimmt, während hier beim Videocoaching das Tempo und im Prinzip auch nahezu alles andere selbstbestimmt ist. Damit meine ich, Sie entscheiden, wann Sie das Videocoaching sich anschauen. Sie entscheiden, ob Sie vorspulen oder zurückspulen. Sie entscheiden, wie oft Sie vielleicht etwas wiederholen, ohne sich durch irgendjemanden da gestört zu fühlen oder dass jemand sich durch sie gestört fühlt. Ja? Also weitgehend sind Video-Coaching selbstbestimmtes Lernen. Sie bestimmen den Ort, sie bestimmen die Zeit, sie bestimmen das Tempo. Nächster Punkt. Bei Seminaren haben sie eine schwankende Qualität. Vor allem haben sie die schwankende Qualität durch verschiedene Dozenten. Wenn Sie zum Beispiel hier, spreche ich ja gerade über den Wirtschaftsfachwirt, ich weiß jetzt gar nicht mehr auswendig, wie viele Prüfungsfächer es sind. Es sind im wirtschaftsbezogenen Basisteil 4, das weiß ich jetzt noch auswendig, im handlungsbezogenen Teil glaube ich 5. Hundertprozentig sicher bin ich jetzt auswendig nicht, aber ist auch egal,
Denn das Modell ist immer das gleiche. Pro Fach ein anderer Dozent. Und da ist relativ egal, ob das jetzt 8 oder 9 unterschiedliche Dozenten sind. Auf jeden Fall haben sie viele unterschiedliche Dozenten und damit haben sie eine starke Qualitätsschwankung. Und die Erfahrung zeigt, und das, was mir meine Teilnehmer erzählen, die von anderen Veranstaltern zu mir überwechseln, wenn Sie, sagen wir, 8 Dozenten im Seminar haben, dann sind 1 bis 2 gut und der Rest schlecht, frustrierend, demotivierend. Und es sind im Wesentlichen dieser eine oder diese beiden Dozenten, die die Leute bei der Stange halten. Wären die auch so schlecht wie die anderen, würden noch mehr Leute abbrechen. Schwankende Qualität durch verschiedene Dozenten. Und bei den Videocoachings haben Sie eine gleich bleibende Qualität. Weitgehend. Weitgehend gleich bleibende Qualität, denn auch meine Leistung unterliegt Qualitätsschwankungen, wie wahrscheinlich bei jedem Menschen. Das heißt, Sie sehen das bei mir besonders an meiner Handschrift. Die ist mal besser und mal schlechter. Können Sie auch auf YouTube mal schauen. Da gibt es Videos. Da ist eine gut lesbare Handschrift durchaus vorhanden und es gibt Videos, da ist die Handschrift schlechter lesbar. Das sind die Qualitätsschwankungen, die Sie hier erwarten, wobei ich mir bei den kommerziellen Videocoachings, von denen rede ich hier, natürlich noch mehr Mühe gegeben habe als bei den Gratis-Videos auf YouTube. Das ist mal sowieso selbstredend klar. Also weitgehend eine gleichbleibende Qualität. Und viel wichtiger als meine Handschrift ist, dass alles auf einem Guss ist, alles aufeinander abgestimmt ist und alles zusammen ein System bildet. Und das ist bei dem linken Modell hier, bei der schwankenden Qualität der Seminare nicht der Fall. Diese 8 Dozenten, nehmen wir mal an, es seien 8, diese 8 Dozenten haben alle unterschiedliche Lernmedien. Der eine hat Skripte, der andere hat kopierte PowerPoint-Folien, der dritte kopiert Ihnen was aus Büchern zusammen, der vierte hat gar kein Skript, da müssen Sie alles mitschreiben, bei dem fünften müssen Sie von seinen PowerPoint-Folien alles abschreiben, wie auch immer. Aufeinander abgestimmt ist das in keinster Weise, die Dozenten kennen sich teilweise gar nicht. Und wenn sie sich kennen, dann kennen sie sich als Dozenten und Kollegen. Aber nicht als Leute, die ihr Lernmaterial aufeinander abstimmen, denn jeder Dozent ist auch ein bisschen sein eigener Gott. Und Dozenten stimmen sich sehr ungern mit anderen Dozenten ab. Also auch das spielt hier mit rein und das ist das, was ich dann zusammenfasse mit dem Wort schwankende Qualität, sogar stark schwankende Qualität. Schauen wir auf den nächsten Aspekt. Schauen wir auf den Aspekt Umgebung. Die Umgebung ist im Prinzip wie in der Schule. Jetzt sind die Kreidetafeln weitgehend verschwunden in den Seminarräumen, dafür sind da jetzt Whiteboards. Ja, das ist ein Unterschied. Und wahrscheinlich sind auch die meisten Seminarräume ein bisschen heller und freundlicher als so manche Klassenräume. Ja, aber die Situation ist nach wie vor die der Schule. Wenn alles schläft und einer spricht, ja, das nennt man Unterricht. Ja, vielleicht kennen Sie den Spruch. Ja, Sie sitzen da auf Ihren Schulbänken, vorne steht der Dozent oder die Dozentin. Und das meine ich mit Umgebung wie in der Schule. Und Sie müssen dorthin fahren natürlich und nachher auch wieder nach Hause fahren. Bei den Videocoachings ist Ihre Umgebung selbstbestimmt. Umgebung selbstbestimmt mit einer Einschränkung. Sie brauchen, um mit meinem System richtig und gut arbeiten zu können, brauchen Sie einen Tisch. Das muss kein Schreibtisch sein, das kann ein Küchentisch sein. Aber Sie sollten einen Tisch haben, denn auch meine Methode setzt Schreiben voraus, allerdings ganz anders als hier links bei den Seminaren.
Schreiben ist konzentriert auf bestimmte Schlüsselbegriffe bei mir. Und dafür sollte man einen Tisch haben. Ja, ansonsten ist es egal. Ja, können Sie selber bestimmen. Sinnvoll ist natürlich, dass man einigermaßen ungestört ist. Einigermaßen ungestört. Ja, aber ansonsten bestimmen Sie Ihre Lernumgebung selber. Bei Seminaren haben Sie in aller Regel das, was ich nenne Folienlesungen. Folienlesung bedeutet, dass jemand Folien auf den Tageslichtschreiber auflegt oder mit Beamer an die Wand wirft. Das zweitgenannte ist nur die moderne Form der Folienlesung. Ansonsten hat sich da nichts geändert. Es wird etwas Fertiges, nämlich in der Regel eine PowerPoint-Folie an die Wand geworfen. Der Inhalt wird vorgelesen und dann kommt die nächste Folie, die nächste Folie, die nächste Folie. Die einzige Veränderung, das einzige dynamische Element ist also der Wechsel der Folien. Während die Videocoachings Ihnen bieten eine orientierte Präsentation. Eine entwicklungsorientierte Präsentation. Etwa so, wie ich das gerade hier auch mache. Im Rahmen der Videocoachings noch viel ausgefeilter, noch viel durchdachter, noch viel strukturierter als hier. Aber das Grundprinzip können Sie in diesem Video schon erkennen. Ich entwickle die Dinge Punkt für Punkt, erkläre sie Punkt für Punkt, gebe Beispiele Punkt für Punkt. Und das meine ich mit entwicklungsorientierter Präsentation. Das heißt, in einem Fall, im Fall links, im Fall der Folienlesung, stellt man Ihnen sozusagen ein fertig gebautes Haus dahin. Und sagt, so sieht das Haus aus. Und da gibt es auf der einen Seite vier Fenster und links gibt es fünf und da ist der Eingang und es sind drei Etagen, wie auch immer. Und rechts bei den Videocoachings sehen Sie Stein für Stein, die aufeinandergesetzt werden. Steine für Steine, Schritt für Schritt werden die Steine aufeinandergesetzt. Wann haben Sie das Haus? Hier natürlich gemeint als der Lernstoff. Besser verstanden, wenn man ihnen das Fertige vor die Nase knallt oder wenn sie sehen, wie Stein auf Stein gesetzt wird. Und das meine ich mit entwicklungsorientierter Präsentation. Und zum Abschluss, last but not least, kommen, ich fasse es in einem Punkt zusammen, die beiden schlagenden Elemente, die ich jeweils in einem Punkt zusammenfasse. Warum Videocoachings Seminare schlagen. Und diese beiden Argumente lauten Preis und Zeit. Und Zeit ist in der heutigen Zeit, die keine Zeit hat, im Grunde das noch schlagendere Argument, wobei manchmal es Menschen gibt, die das noch nicht verstanden haben. Preis und Zeit und bei den Videocoachings ebenfalls Preis und Zeit, es sind die gleichen Worte, die ich links und rechts hingeschrieben habe, also muss die Ausprägung anders sein. Und in der Tat, der Preis ist deutlich geringer als bei einem Seminar und der Zeitbedarf ist deutlich, deutlich, deutlich geringer als bei einem Seminar. Im Grunde kann man sagen, dass die Lernzeit im Gegensatz zu meinen Seminaren, die ich ja auch viele Jahre gegeben habe, durch die Videocoachings noch einmal verkürzt wird. Noch einmal weiter verkürzt wird. Das heißt, die Videocoachings leisten es noch schneller als meine Seminare, die damals schon für jedes Fach, für den Wirtschaftsfachwert, Betriebswirt, technischen Betriebswirt, was immer, Rekordwerte aufgestellt haben. Ich war immer der Schnellste. Meine Methode war immer der schnellste Weg. Ist es jetzt durch Videocoachings noch schneller geworden. Das heißt, Preis und Zeit sind deutlich geringer und bei den Seminaren sind Preis und Zeit deutlich höher, teurer
Und auch mit Meister BAföG. Ja, für meine Videocoachings gibt es kein Meister BAföG. Aber wenn Sie einen üblichen Seminarpreis nehmen und dann das abziehen, was Sie an Meister BAföG vielleicht bekommen, dann sind Sie wahrscheinlich in den meisten Fällen immer noch teurer oder ist es für Sie immer noch teurer als meine Videocoachings. Alles Gute, Marius Ebert. Hallo, ich bin Robin Good, der Retter der frustrierten Lerner. Klicke mal auf den Link unter diesem Video.